Hallo zusammen, ich darf euch zu unserer ersten Online-Streaming-Ausbildung recht herzlich begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, die Möglichkeit in außergewöhnlichen Zeiten zu nutzen und dieses Medium, was alle für uns ein bisschen neu ist, auch für uns, für das Ausbilderteam, nutzen zu können und freue mich auf die nächste gut eine Stunde, vielleicht auch eine Viertelstunde, wenn alles gut geht und wünsche uns einen guten und einen sinnvollen Unterricht. Und möchte ein paar Gäste begrüßen, die ich weiß, die sich angemeldet haben. Als erstes möchte ich begrüßen unseren KBI Merz als ständigen Vertreter des Kreisbrandrates. Der lockt sich mit ein und guckt mit zu, und er unterstützt auch dieses Medium, was wir heute Abend testen. Weiterhin möchte ich begrüßen den Bernhard Nees, der heute bei uns ist als Hausherr. Und ich sage ihm jetzt schon Danke für die zur Verfügungstellung der Mittel und des Raumes hier. Weiterhin möchte ich natürlich euch an den Monitoren begrüßen. Das sind die Kommandanten und die stellvertretenden Kommandanten des Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim und des Marques Triefenstein. Ganz wichtiger Mann, auch wenn man den ganzen Abend nicht sehen wird, aber es ist umso wichtiger, was er macht und dafür kann man gar nicht oft genug Danke sagen, ist der Benedikt Rottmann. Der Benedikt Rottmann verbirgt sich hinter der ganzen Technik und ermöglicht uns das, heute eine Online-Schulung, eine Streaming zu machen. Dafür jetzt schon mal Danke und das ist wirklich eine tolle Geschichte, was wir hier machen. Ich begrüße ebenfalls bei uns heute Abend hier mit ausreichend Abstand zueinander die Kameraden der Feuerwehr Frammersbach. Jetzt werden sich viele wundern, die Feuerwehr Frammersbach, die hat ja eigentlich mit dem Inspektionsbereich Markt Heidenwert nichts zu tun. Aber ihr seht das Fahrzeug hinter mir, das ist der neue ELW 1 des Landkreises Mansch-Bessert, der in Frammersbach stationiert ist. Herzlichen Dank, dass ihr das ermöglicht habt und uns quasi das als Hintergrund zur Verfügung stellt. Herzlichen Dank dafür. Und zuletzt bei der Begrüßung möchte ich noch die Mitglieder oder die anwesenden Mitglieder des Ausbildungsteams herzlich begrüßen. Was wichtig ist, weil es eine neue Geschichte ist, bei meinem Amtsantritt habe ich gesagt, ich bin kein Alleinkämpfer. Mir ist es wichtig, als Team zu agieren und uns alle, den Kommandanten, die Führungskräfte, eine Basis und eine Grundlage bilden für eine gute Einsatzabwicklung. Deswegen, es hat ein bisschen gedauert, also länger als ursprünglich geplant, aber Ende letztes Jahres hat sich dann ein Ausbilderteam formiert und das möchte ich zumindest jetzt mal namentlich vorstellen. Wir haben neben den Kreisbrandmeistern des Inspektionsbereichs Markt Heidenfeld, haben wir dabei von der Feuerwehr Homburg den Christian Dornbusch. Wir haben dabei, der später auch noch ein Teil dazu sagen wird, den Andreas Gottschalk, von der Feuerwehr Kreuzwertheim. Wir haben dabei im Ausbilderteam den Andreas Kuhl von der Feuerwehr Homburg, den Christian Musauer von der Feuerwehr Tiefenthal, den Bernhard Nees von der Feuerwehr Markt Heidenfeld, den Philipp Rossmann von der Feuerwehr Markt Heidenfeld, den Christian Sammer von der Feuerwehr Esselbach, den Christoph Schmidt von der Feuerwehr Markt Heidenfeld, den Philipp Schäfer von der Feuerwehr Hasloch und zu guter Letzt den Michael Ziegler von der Feuerwehr Erlenbach. Ihr werdet euch gefragt haben, wieso machen wir sowas, warum gibt es sowas, warum braucht man denn sowas? Es ist doch die ganze Zeit auch so gegangen und ich möchte nur da so viel sagen. Wir haben oder ich habe am Anfang immer gesagt, ihr müsst, nachdem ich nicht im Bereich Markt Heidenwelt wohne, die ersten 10 Minuten immer überstehen können. Und dazu ist es einfach wichtig, dass ihr mit eurer Verantwortung, mit den Aufgaben, die euch gestellt werden, in den Einsätzen gut umgehen könnt. Und dazu wollen wir euch eine Basis bilden. Und deswegen haben wir gesagt, unser Ziel ist, allen Kommandanten und Führungskräfte fit zu machen in den Grundlagen der Feuerwehrarbeit und natürlich bei diesen Arbeiten auf dem Laufenden bleiben zu können. Deswegen dieses Team und deswegen auch diese Ausbildung. Alle Kommandanten müssen und sollen in der Lage sein, die Standardeinsätze als Einsatzleiter selbst zu bewältigen. Warum die Führungskräfte aus- und Weiterbildung? Gruppenführer, Zugführer, Einsatzleiter müssen und sollen die Grundlagen der Führungsarbeit kennenlernen. Das ist wichtig. Wichtig, als Einsatzleiter die Aufgaben genau zu kennen. Er muss wissen, was darf eine Feuerwehr, was darf ich als Einsatzleiter?
Wir als Führungskräfte arbeiten oftmals mit unterschiedlichen Feuerwehren zusammen. Da ist es wichtig, dass ich weiß, ein anderer hat ähnlichen Wissensstand oder einen höheren Wissensstand oder vielleicht auch einen schlechteren Wissensstand. Kann ich den an die Hand gehen? Ich kann ihnen helfen, um da einen guten Stand zu bringen und eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Was weiterhin wichtig ist, und was ist mir insbesondere wichtig, wenn die Einsätze etwas größer werden. Wir haben taktische Vorgaben und wir werden taktische Vorgaben vermitteln, um die Einsatzabwicklung für euch gut und sicher handhaben zu können. Die Kommandanten und die Führungskräfte bekommen somit eine gute Grundlage für eine abwechslungsreiche Ausbildung. Heute Abend dieses Medium, was wir nutzen mit dem Livestream, das wird auch so gemacht, das ist gespeichert, das kann man später nochmal abrufen in quasi über die Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes und kann sich das nachgucken. Die ganzen Themen, die ich auch gleich später noch vorstellen werde, sollen eure Basis bilden, um da eben auch eine abwechslungsreiche Ausbildung gestalten zu können. Was mir wichtig ist, unsere Vorgaben, die wir erstellen, sollen einheitlich sein, um eine Vorgehensweise bei bestimmten Einsätzen, die immer wieder auftauchen und die jeden Einzelnen treffen können, machen zu oder bewerkstelligen zu können. Insbesondere bei Brandmeldealarme, das ist auch der erste Schulungsabend, der erste Block der Ausbildung heute Abend, oder auch bei Ölspuren. Jeder denkt natürlich, wieso sagen wir Ölspuren, braucht man da was Besonderes dazu? Aber auch da muss man inzwischen viele Dinge beachten und es ist wichtig, dass wir das vermitteln können und auch vermitteln. Wie haben wir das Ganze aufgebaut? Wir haben in diesem Team, was sich gefunden hat und was sich vorgestellt hat, haben wir uns überlegt und haben das fast modular aufgebaut wie die modulare Truppausbildung. Man kann das als Ergänzung zur modularen Truppausbildung sehen, man kann das aber genauso gut auch sehen, ich kann mir das rauspicken, indem ich weiß, ich habe noch Defizite und muss da vielleicht noch nachbessern oder nachsteuern. Was ich vergessen habe zu sagen, bevor ich da jetzt weitergehe über dieses Konzept, es gibt eine Chatfunktion eingerichtet. Diese Chatfunktion, da müsst ihr euch bitte euren Namen eingeben, dass man euch auch ansprechen können. Ihr könnt da Fragen stellen, ihr könnt Kommentare abgeben, wenn was nicht klar ist oder ihr nochmal was nachfragen müsst. Ist aber wichtig zu wissen, die Chatfunktion, die hat einen Zeitversatz von ca. 10 Sekunden. Also wenn ihr was schreibt, kriege ich die Frage dann vorgelesen, aber das dauert ungefähr 10 Sekunden, 15 Sekunden. Deswegen gibt es dann zwischendrin ein klein wenig Leerlauf, bis die Frage beantwortet werden kann. Und wie gesagt, meldet euch bitte alle an, damit ihr die Chatfunktion nutzen könnt. Und ich glaube, das gesprochene Wort, wenn man im Kreis der Kommandanten sitzt, spricht sich schwieriger, als in einem Chat reinzuschreiben, ich habe mal eine Frage. So, das habe ich noch erwähnt, das hatte ich nämlich vergessen. Ich gehe noch mal weiter auf die Säule, auf die Pyramide, die wir gebildet haben. Wir haben gesagt, wir machen eine Basisvermittlung. Haben die Basis, oder das Basiswissen unterteilt in zwei Blöcke. Das Basiswissen für die Führungskräfte und das Basiswissen für die Ausbildung. Was brauche ich, um auch eine fundierte Ausbildung halten zu können? Der Block 3 geht dann schon eher ins Detail. Wie kann ich was machen? Da geht es weiter. Was müssen Führungskräfte beachten? Wie geht es weiter? Was ist der Fokus? Was sind denn die Grundfähigkeiten? Im Block 4 Detailwissen für besondere Einsätze abwickeln, wer wir da behandeln und wer wir machen. Und zu guter Letzt wird es auch mit einer Praxisausbildung, und zwar Führung im Einsatz, egal ob wir das später dann als Spiel machen, also Spiel heißt an irgendeiner entweder elektronischen oder auch mit dem Stöckelbaukasten, was immer da die Möglichkeiten gibt, als Planspiel das auch umzusetzen. Das haben wir uns überlegt. Wir haben vorher eine Themensammlung gemacht und all die Themen, die uns im täglichen Einsatzalltag begegnen, haben wir da niedergeschrieben und haben das Ganze für das erste Jahr der Ausbildung zusammengefasst. Das möchte ich euch kurz vorstellen. Wir beginnen heute mit der Kick-Off-Veranstaltung und im Anschluss gleich mit dem ersten Teil, mit der Block 4, was im Block 4 sich wiederfindet, mit den Brandmeldeanlagen und Neuerungen. Jetzt sagt er doch, wieso, warum fängt er nicht mit Block 1 an? Sondern der Block 4 ist aus aktuellem Anlass, dazu wird später der Andreas Gottschalk noch was sagen, weil es ja seit 1.1. Änderungen gibt bezüglich der Brandmeldealarmierungen und auch bezüglich der Alarmierungen bei Stromausfällen. Da wird der Andreas Gottschalk darauf eingehen. Deswegen nutzt mal die Möglichkeit, gleich am Anfang von unserer Schulung, von unserer Führungskräfteausbildung, das Thema mit den Brandmeldeanlagen zu vermitteln. Der Block 1, das ist das nächste Thema,
Da geht es um den Führungskreislauf und um die Gefahrenmatrix inklusive der Basics dazu, wie Fahrzeugaufstellung im Raum, Lagermeldungen, Ansprechpartner, Nutzung eines ELWs, sowas, was hier steht, was man zur Verfügung, wann brauche ich so ein ELW und all diese Themen. Dazu gibt es einen Termin, den könnt ihr euch alle nochmal aufschreiben. Das ist Donnerstag, der 18.02. Es geht dann weiter mit dem Block 4. Da wollen wir uns die Ölunfälle und die Ölspuren anschauen und wollen wir das Wissen vermitteln. Auch da hat es in letzter oder in jüngerer Vergangenheit ein paar Einsätze gegeben, die vielleicht etwas besser hätten abgearbeitet werden können oder aber auch, wo es zu leichten Irritationen gekommen ist. Deswegen gucken wir uns das an und machen eine Wissensvermittlung. Der Block 1, ein sehr trockenes, aber umso wichtigeres Thema, alle Rechtsgrundlagen für den Einsatzleiter. Was ist da? Wir haben alle die Gruppenführerausbildung, oder wie ich jetzt festgestellt habe, wir haben es leider noch nicht alle, haben die eine Gruppenführerausbildung. Und da ist es einfach auch wichtig zu wissen, welche rechtliche Basis bietet das und bietet es mir als Kommandanten und uns als Einsatz- oder Führungskräfte. Da ist der Termin, Donnerstag, der 10.06. Ein Punkt, den wir letztes Jahr schon mal angegangen sind und dieses Jahr dann auch eben in die Ausbildung mit integriert haben, ist das Thema Waldbrände oder das Waldbrandkonzept. Da wollen wir Übungen machen, eventuell sogar übergreifend mit anderen Inspektionsbereichen im Rahmen des Waldbrandkonzeptes. Der Block 2, wieder Feuerwehrdienstvorschriften. Unser Brot- und Butteraufgaben. Da nehmen wir all unser Wissen her, damit bilden wir uns weiter und damit bilden wir oder haben wir die Basis, um eben die Feuerwehrdienstvorschriften im Einsatz umzusetzen. Und zu guter Letzt für dieses Jahr, der Block 3, die alternative Antriebe, die begegnen uns inzwischen in vielen, vielen Fahrzeugen. Wir haben im Inspektionsbereich sogar Firmen, die genau diese Fahrzeuge oder Teile für diese Fahrzeuge herstellen. Und vielleicht kriegt man das eine oder andere Objekt noch dabei, was wir haben. All das, und ich glaube, wenn ihr das jetzt durchlässt, es erschlägt keiner. Wir haben ein paar Veranstaltungen für auf diesem Jahr verteilt. Wenn Corona-bedingt das weiterhin so wie jetzt ablaufen muss, weil wir nicht anders können, werden wir das selbstverständlich wieder als Livestream machen. Aber uns liegt natürlich auch drauf, oder wir würden Wert drauf legen, auch auf Präsenzveranstaltungen, insbesondere dann, wenn man an so Planspiele denkt. Da müssen wir einfach gucken, wie wir das zeitlich dann geregelt kriegen. Ich bin schon mit der Begrüßung, mit der Einführung, mit dem Kickoff ziemlich am Ende. Mir bleibt noch ganz kurz zu sagen, wir machen jetzt gleich einen Wechsel. Der Philipp Rossmann von der Feuerwehr Markt Heidenfeld wird euch das Thema mit den Brandmeldeanlagen näher bringen. Ich wechsle jetzt gerade das Mikrofon mit ihm, deswegen gibt es jetzt mal eine Minute schwarzes Bild. Vielen Dank fürs Zuhören, uns allen, euch allen, viel Spaß, nutzt rege den Chat und zum Schluss werden wir uns nochmal wiedersehen bei der Verabschiedung. Ich danke euch, viel Spaß. Jo, hallo zusammen. Vorgestellt hat mich der Andreas schon, ich bin der Philipp. Ja, zur Feuerwehr gebracht haben mich vor vielen Jahren irgendwann mal die Michel Rieder. Da bin ich auch nach wie vor zumindest offiziell in der Feuerwehr. Ich war danach eine ganze Weile in Hessen unterwegs beim Studieren und war dann natürlich auch in der Feuerwehr. Und jetzt hat es mich, Gott sei Dank, nach Markt Heidenfeld verschlagen. Und ja, jetzt stehen wir alle zusammen hier. Gut, Thema für heute, erstes inhaltliches Thema von der KfV-Ausbildung, das Thema Brandmeldeanlagen. Anlass, hat Andreas gerade schon gesagt, sind die Neuerungen, aber wir wollen heute auch einfach mal auf die Grundlagen von dem Thema Brandmeldeanlagen eingehen. Erstens mal, das ist ein unheimlich umfangreiches Thema und wir könnten das locker flockig auch auf 2, 3, 4, 5 Stunden ausdehnen, wenn wir Lust dazu hätten. Das haben wir natürlich nicht. Wir wollen uns deswegen aufs Wichtige beschränken, auf das, was für euch im Einsatz wirklich wichtig ist und auch bei uns im Bereich wirklich relevant ist. Das sind auch alles keine Geheimnisse, die wir hier erzählen. Im Endeffekt, wie sind wir zu diesen Informationen gekommen? Es gibt von quasi allen Feuerwehrschulen irgendwelche Merkblätter oder Informationen, wo das Thema Brandmeldeanlagen und Vorgehen dabei behandelt wird. Auch von der Feuerwehrschule in Geretsried zum Beispiel. Viele Informationen sind zum Beispiel auch von Baden-Württemberg. Das werden wir im Endeffekt auch mit euch teilen nachher als Quellen. Könnt ihr euch auch einlesen. Im Endeffekt haben wir das hier einfach alles zusammengefasst. Gut. Wir wollen uns das Ganze anschauen, erstmal so ein paar grundlegende Sachen, dann wird es einen Technikbereich geben, was für Elemente hat so eine Brandmeldeanlage, wie bediene ich das, was bedeutet das für uns
Und dann kommt der zweite Block nach der Technik. Wie gehen wir damit im Einsatz wirklich um? Was für eine Einsatztaktik ist wichtig? Wer was macht? Und ganz zum Schluss, wie gesagt, der Andreas zum Thema Neuerung in der Alarmierung. Was ändert sich für uns? Was ist das Ziel von einer Brandmeldeanlage? Es ist absolut klar, viele Brandmeldealarme, die bei uns auflaufen, sind schlicht und einfach im Endeffekt Fehlalarme, beziehungsweise sehen wir oft als Fehlalarme. Fakt ist aber, eine Brandmeldeanlage soll ein Brandereignis so frühzeitig erkennen, dass wir das Feuer in der Entstehungsphase noch löschen können. Das heißt, es ist genau Sinn der Sache, dass wir dort ankommen und eigentlich eine Lappalie vorfinden. Das ist Sinn und Zweck von so einer Brandmeldeanlage. Was macht eine Brandmeldeanlage noch? Sie informiert und alarmiert natürlich die Betroffenen, bedeutet im Endeffekt meistens Räumungsalarm und Räumung des betroffenen Objektes, alarmiert natürlich uns. Und sie kann aber auch Brandschutzeinrichtungen ansteuern. Zum Beispiel, es fahren Rauchschutztore zu, es werden Löschanlagen ausgelöst, da kommen wir alles noch dazu. Und was auch wichtig für uns ist, eine Brandmeldeanlage lokalisiert den Gefahrenbereich. Das heißt, wo ist denn überhaupt was? Das heißt, nicht nur in einem Objekt ist jetzt irgendwo ein Brandereignis, sondern es sagt uns auch genau wo und im besten Fall auch noch grob, was da los ist. Eigentümer oder Betreiber tun eine Brandmeldeanlage in der Regel nicht aus Spaß und ja, Liebhaberei gegenüber der Feuerwehr installieren, sondern meistens wird es gefordert, entweder von der Bauaufsicht, in den meisten Fällen von Versicherungen, um eben die Versicherungssumme auf einen realistischen Wert zu senken. Oft wird es dann aber auch von einem Eigentümer gefordert, wenn das Objekt zum Beispiel angemietet ist. Und Brandmeldealarme sind, wie vieles in Deutschland und Europa, auch genormt. Das heißt, viele von den Begriffen, die wir jetzt hören, kommen auch in dieser DIN 14675 vor. Die habe ich mir aber auch nicht angeguckt, einfach mal zur Info. Warum ist das wichtig für uns? Alleine im Inspektionsbereich Marktheidenfeld, von dem wir jetzt heute Abend sprechen, gibt es 58 Alarmpläne und mehr als 40 Brandmeldeanlagen. In 2020, hatte Andreas mal nachgeschaut, gab es in unserem Inspektionsbereich 35 Alarme zum Thema Brandmeldealarm. Also im Endeffekt, die meisten von uns Feuerwehren hat es im Endeffekt getroffen, viele von uns auch ziemlich oft. Welche Arten von Brandmeldeanlagen gibt es? Zum einen gibt es öffentliche BMAs, die müssen den geltenden Normen entsprechen und auch den Rechtsgrundlagen. Die sind direkt und ausfallsicher an die integrierte Leitstelle angeschlossen. Diese zwei Worte sind wichtig, also die haben eine Direktleitung zur ILS. Ausfallsicher bedeutet, das Ganze funktioniert auch dann, wenn Stromausfall oder sonst irgendwas ist. Dann gibt es auch nicht öffentliche BMAs, die sind ausschließlich dafür da, intern die Bewohner zu alarmieren. Das heißt, das läuft in der Regel nicht bei uns auf als automatischer Alarm, sondern da muss dann tatsächlich jemand anrufen. Das Thema, was wir uns heute anschauen wollen, sind tatsächlich die öffentlichen BMAs. Das heißt, das Alarmstichwort ist tatsächlich, das bei uns ankommt, ausgelöste Brandmeldeanlage. So, und jetzt gucken wir uns das vor Ort mal an. Wie schaut es im Einsatzfall tatsächlich aus? Wir fahren vor dem Objekt vor. Was wir als erstes mal sehen, mal gucken, ob ich hier mit einem Laserpointer schaffen kann. Das Erste, was uns ins Auge fallen sollte, ist diese Blitzleuchte. Die kann manchmal orange, die kann gelb, die kann rot sein. Dann gibt es hier ein Feuerwehrschlüsseldepot und es gibt ein Freischaltelement. Das wollen wir uns jetzt erstmal anschauen. Diese Blitzleuchte soll uns jetzt erstmal den Weg zum Feuerwehrschlüsseldepot bzw. zum FITS, da kommen wir auch gleich dazu, zeigen. Das heißt, es zeigt uns erstmal, wo müssen wir denn hin, um überhaupt zu erfahren, was hier los ist. Dann, nächstes wichtiges Element ist das Feuerwehrschlüsseldepot. Das sollte sich irgendwo im Bereich von dieser Blitzleuchte befinden, meistens im Bereich vom Haupteingang, von der Hauptzufahrt. FSD bedeutet dabei Feuerwehrschlüsseldepot, wie der Name schon sagt. Das enthält, sichert und überwacht den Objektschlüssel. Da drin ist ein Schlüssel, der den Zugang zum kompletten Objekt gewährleisten muss. Und das ist jetzt schon mal der erste wichtige Punkt. Kommen wir nachher noch einige Male dazu. Mit diesem Schlüssel kommen wir wirklich überall rein. Egal welcher Raum in diesem Gebäude, der Schlüssel muss uns Zugang verschaffen. Ganz oft passiert es bei Brandmeldeanlagen, dass schon ein Verantwortlicher vor Ort ist. Der holt uns dann meistens ab und sagt, ah, ich habe einen Schlüssel, ich weiß, wo es ist. Und die meisten, die schon mehr Erfahrungen mit Brandmeldeanlagen gemacht haben, werden wissen, es gibt immer wieder Fälle, wo dann der Hausmeister vor einer Tür steht und sein Schlüssel passt dann doch nicht. Bestes Beispiel, wir hatten den Fall am Kreiskrankenhaus, da war ein ausgelöster Rauchmelder in einem Raum und es war im Endeffekt ein Raum, der der Telekom gehört hat und da ist der Hausmeister nicht reingekommen. Gut,
Wichtig an der Stelle auch, dieses Thema sichert und überwacht den Objektschlüssel. Das heißt, es ist auch eine Abfrage drin, ob der Objektschlüssel da nach wie vor drin ist. Es ist zum Beispiel auch ein Anbohrschutz da drin verbaut. Das heißt, kann nicht irgendjemand einfach dieses Ding aufmachen und den Schlüssel rausklauen. Also das ist im Endeffekt alles sicher verwahrt. Wie schaut es jetzt aus beim Einsatz? Wie mache ich das auf? Diese äußere Klappe hier auf der linken Seite, die wird bei einem Alarm automatisch entriegelt. Da muss ich dann entweder dran ziehen, manchmal muss man auch erstmal reindrücken und dann ziehen. Auf jeden Fall geht diese Klappe ohne einen Schlüssel auf. Dann findet man innen drin quasi das mittlere Bild. Da ist ein Schlüsselloch. Dieses innere Türchen kann ich nur öffnen mit einem sogenannten Doppelbartschlüssel. Diesen Doppelbartschlüssel hat jede Feuerwehr oder jede Person, die quasi einen Brandmeldealarm abarbeiten muss. Und damit kann ich quasi dieses innere Türchen öffnen und dann da hinten dran verbirgt sich dann der Objektschlüssel. Oft ist es so, dass da, also gefordert ist offiziell ein Schlüsselsatz, der da hinten drin sind. Das können auch mehrere sein, das muss nicht nur ein Generalschlüssel sein, das können mehrere sein. Was perfekt wäre, wenn da zwei Schlüsselsätze drin sind, nämlich einmal für den vorgehenden Trupp und ein Schlüssel, den man quasi draußen behalten kann, falls nachrückende Kräfte auch nochmal rein müssen. Ist aber wie gesagt nicht gefordert. Nochmal ein Bildchen, was für euch wichtig ist, vor allem dann quasi, wenn wir den Einsatz beenden wollen. Hier ist es auch abgebildet. Abziehen kann ich den Schlüssel, wenn er hochkant ist und gesichert ist, wenn er quergestellt ist, nach unten gestellt ist. Ist deswegen wichtig, die Brandmeldeanlage wird immer einen Fehler anzeigen, so lange, bis der Schlüssel richtig gesichert ist und zwar nach rechts gedreht ist oder beziehungsweise gedreht ist. Deswegen darauf immer achten beim Abschluss dann. Gut, dann das Thema Freischaltelement. Das ist ein bisschen, ist was, was man nicht ganz so oft braucht. Wofür ist das Freischaltelement da? Wenn man an ein Objekt kommt und die Brandmeldeanlage nicht ausgelöst hat, das ist dann in der Regel nicht dann, wenn wirklich ein Brandmeldealarm ansteht, sondern wenn irgendjemand zum Beispiel eine Rauchentwicklung meldet oder eine hilflose Person in dem Gebäude, was auch immer. Auf jeden Fall können wir mit unserem Feuerwehrschlüssel die Brandmeldeanlage von außen auslösen. Das funktioniert eben über dieses Freischaltelement. Das heißt, ich habe einen zerstörungsfreien Zugang zum Gebäude, wenn die BMA eben nicht ausgelöst hat. Wichtig ist dabei, wenn ich das tatsächlich mache, sollte ich davor mal der Leitstelle Bescheid sagen, weil das läuft bei denen als Brandmeldealarm auf und dann drücken die natürlich den roten Knopf und dann bekommt ihr Verstärkung. Und wie funktioniert das Ganze? Normalerweise ist das einfach ein Schlüssel, den ich einmal nach rechts drehe, dann einige Sekunden halte, normalerweise so 5 Sekunden und dann funktioniert das Ganze erst. Dann höre ich auch meistens von außen schon, wie der Alarm drin losgeht. Was auch sein kann, ist, dass das so ein Schließrohr ist, das ich quasi aus der Buchse rausziehen muss und dann löst das Ganze aus. Also wichtig für jeden, so komme ich auch in ein Objekt rein. So, dann das Thema Brandmeldezentrale. Viele verwechseln das Thema Brandmelde oder diesen Begriff Brandmeldezentrale mit zum Beispiel dem Feuerwehrinformationszentrum, zu dem wir gleich noch kommen. Die Brandmeldezentrale ist das Gehirn von jeder Brandmeldeanlage. Es verarbeitet eingehende Infos, steuert Vorgänge, steuert zum Beispiel auch irgendwelche Brandfallsteuerungen. Und dafür gibt es unterschiedlichste Hersteller mit unterschiedlichsten Bedienkonzepten. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, wie sowas aussehen kann. Und natürlich kann sich eine Feuerwehr nicht mit allen von diesen Konzepten auskennen. Ist auch überhaupt gar nicht notwendig, weil an der Brandmeldezentrale hat die Feuerwehr nichts verloren. Die ist nicht für die Feuerwehr gedacht, sondern die ist für den Betreiber gedacht. Da laufen die Informationen zusammen. Und alle Informationen werden schließlich dann an das FIZ, FAT, FBF weitergeleitet. Was das bedeutet, kommen wir gleich. Wofür BMZ aber wichtig ist, dieses Schild BMZ signalisiert uns oft den Weg eben zu diesen drei Elementen, wo wir uns gleich anschauen. Also BMZ nicht ignorieren, das kann uns durchaus den Weg dann den richtigen Weg weisen. FIZ bedeutet Feuerwehrinformationszentrum und es ist im Endeffekt eine Kombination aus allen möglichen Informationen, die die Brandmeldeanlage für die Feuerwehr hergibt. Wichtig, wenn wir ankommen, sollte das Ding abgeschlossen sein. Das ist schon mal der erste wichtige Eindruck, den wir haben sollten. Auf der linken Seite, das linke Schloss, ist auf jeden Fall eine Feuerwehrschließung. Dazu darf der Betreiber keinen Zugang haben. Also wenn das offen ist, ist schon mal was falsch. Und auf der rechten Seite ist dann eine Betreiberschließung. Da muss der Betreiber sehr wohl dran, weil auf der rechten Seite, sehen wir gleich, sind nämlich die Feuerwehrlaufkarten enthalten und die muss der Betreiber logischerweise auch auf Stand halten. Dabei darf aber keinen Zugang zur linken Seite haben. Nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle, weil wir jetzt die ganze Zeit über Feuerwehrschlüssel und Doppelbartschlüssel und so weiter geredet haben.
Diese beiden Schlüssel, wer auch immer die als Feuerwehr hat, die müssen bei der Feuerwehr unbedingt gegen unbefugten Zugang geschützt werden. Bedeutet, die dürfen nicht irgendwo rumliegen in einem Auto, sondern die müssen tatsächlich sicher in einem Safe verwahrt werden. Egal, ob das jetzt im Feuerwehrgerätehaus oder im Fahrzeug ist, die müssen immer in einem Safe drin sein. Wenn die nämlich verloren gehen, entstehen extrem hohe Kosten. Alle Brandmeldeanlagen innerhalb von einem Kreis oder von einem Inspektionsbereich in unserem Fall haben nämlich die gleiche Schließung. Und wenn jetzt so ein Schlüssel verloren gegangen ist, dann kommt im Zweifel jemand an diese Information ran, der da überhaupt nicht ran sollte. Also im Endeffekt müssten alle Schlösser ausgetauscht werden. Will natürlich keiner, deswegen die immer sichern. Gut, zurück zum FITS. Welche Elemente hat es jetzt? Schauen wir uns als erstes mal an, hier unten den Hauptmelder. Der Hauptmelder ist schlicht und einfach ein Handdruckmelder. Das ist aber kein normaler Handdruckmelder, der dann quasi an die BMA geht, sondern der geht direkt an die Leitstelle. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann klingelt es auch nicht im Gebäude und der Räumungsalarm geht auch nicht los, sondern der Alarm geht direkt an die Leitstelle weiter. So könnte ich jetzt zum Beispiel auch die Übertragung testen, ob bei der Leitstelle was ankommt, ohne die Brandmeldeanlage auszulösen. Oder ich kann das eben als Feuer, also als Notruf verwenden, wenn die Brandmeldeanlage einen Defekt hat. Das ist auch eine Funktion davon. Die kann ich natürlich auch von außen auslösen. Also dafür muss ich das FITS nicht öffnen. Auf der rechten Seite haben wir dann die Feuerwehrlaufkarten. Und diese Themen FAT, FBF und Feuerwehrlaufkarten wollen wir uns jetzt angucken, weil das sind eigentlich die wichtigsten Sachen beim Brandmeldeanlarm, mit denen wir uns beschäftigen müssen. FAT bedeutet, wie ihr hier oben sehen könnt, Feuerwehranzeigetableau. Das ist eines von zwei Bedienelementen in diesem FITS. Erstes wichtiges Element ist hier, wenn wir da ankommen, sollte dieses rote Lichtchen leuchten. Bedeutet Alarm. Wenn dieses rote Lichtchen nicht leuchtet und wir alarmiert wurden, ist schon mal irgendwas komisch. Wie wir das danach kontrollieren können, können wir uns auch gleich anschauen. Also Alarm bedeutet im Endeffekt, ist ein Alarm ausgelöst. Dann gibt es hier unten zwei LEDs zum Thema Störung und Abschaltung. Das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Wenn diese Störung oder Abschaltung leuchtet, bedeutet das nämlich, irgendwelche Elemente sind abgeschaltet. Das heißt, ich habe vielleicht nicht vollständige Informationen. Es hat einen Brandmelder ausgelöst, es hätten aber vielleicht auch 3, 4, 5 sein können, wenn die nicht abgeschaltet werden. Kann sein, muss aber nicht. Dann, wichtige Information für uns, ist hier oben die Alarmmeldung. Da gibt es eine Unterscheidung zwischen erster Meldung und letzte Meldung. Warum ist das wichtig? Erste Meldung, wenn ich wirklich ein Brandereignis habe, ist da, wo das Feuer gestartet hat. Letzte Meldung ist dort, wo es sich mittlerweile hin ausgebreitet hat. Ganz oft kommen wir zu Brandmeldealarmen, wo hier einfach ein Melder ausgelöst ist. Das ist, um ehrlich zu sein, der Moment, wo wir zumindest einen Gang runterschalten können, kein deutlicher Hinweis auf ein Realereignis. Wenn da jetzt aber mehrere Ereignisse stehen, und dann blinkt in der Regel auch dieses Lämpchen hier unten, nämlich weitere Meldungen anzeigen. Das bedeutet immer, also das Ding blinkt dann wirklich und dann kann ich hier durch die unterschiedlichen Melder, die ausgelöst haben, durchscrollen. Wenn ich das tue, ist die Wahrscheinlichkeit doch einiges höher, dass hier tatsächlich was ist. Also wenn ich hier eine Auslösung von 3, 4, 5 Meldern habe, sollte ich schon mal mit rechnen, dass da irgendwas tatsächlich vorgefallen ist. Dann gibt es noch ein paar andere Optionen, nämlich hier über diesen Knopf kann ich wechseln zwischen der Alarmanzeige und dem Störung-Abschaltung. Das heißt, ich kann mal schauen, welche Melder sind denn abgeschaltet. Wenn ich die Zeit am Anfang habe, kann ich mal schauen. Und dann weiß ich auch, hey, von diesem gleichen Melderbereich sind vielleicht da die Hälfte abgeschaltet und die hätten vielleicht auch noch ausgelöst. Und auch wichtig, wenn ich diesen Knopf länger als 5 Sekunden drücke, dann bekomme ich eine Information zur Historie. Wenn ich nämlich ankomme und der Alarm eben nicht mehr ansteht, dann kann ich da länger drauf drücken und dann sehe ich, wann der letzte Alarm war. Und dann kann ich dem Betreiber auch sagen, hey, Leute, das war ein Alarm, der ist offensichtlich irgendwie quittiert worden. Also wichtig, jetzt nicht unbedingt für einen Realfall, aber ja, wichtige Information. Dann, letztes Element hier ist das Thema Summer Up. Mit diesem Summer Up schalte ich den Piepton des Feuerwehranzeigetableaus aus. Und auch nur den. Ich tue nicht den Räumungsalarm ausschalten. Das heißt, diesen Taster kann ich ohne Probleme betätigen. Dann ist es schon mal etwas leiser. Wenn jetzt weitere Melder auflaufen, dann piept es wieder von neuem. Das heißt, ich bekomme immer den Hinweis, hey, jetzt ist wieder was passiert. Das zweite Element, was ich normalerweise unterhalb von was wir hier haben, das Feuerwehranzeigetableau befindet, ist das Feuerwehrbedienfeld. Ihr seht jetzt da ist kein Display mehr, das heißt im Endeffekt kann ich hier tatsächlich bedienen,
Was kann ich hier bedienen? Zum einen habe ich hier oben ein rotes Lämpchen wieder Übertragungseinheit ausgelöst. Das bedeutet im Endeffekt, der Alarm ist an die Leitstelle rausgegangen. Der muss also auch rot blinken normalerweise, wenn wir ankommen. Hier unten habe ich die Möglichkeit, über Übertragungseinheit ab, die zu deaktivieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas teste, wenn da Staubentwicklung oder irgendwas ist, ganz wichtig ist aber, das muss ich, wenn ich als Feuerwehr wieder fahre, wieder unbedingt rausnehmen. Das heißt, wenn ich hier diesen Taster aktiviere, dann ist die Brandmeldeanlage de facto tot. Das heißt, es geht nichts mehr an die Leitstelle und das dürfen wir selbst nicht permanent so machen, nicht wenn wir die Einsatzstelle verlassen. Dann gibt es noch Knöpfe, einmal zur Brandfallsteuerung deaktivieren. Sollte auch mit Vorsicht zu genießen sein. Im Endeffekt, Brandfallstörung, Deaktivierung bedeutet zum Beispiel, dass keine Rauchschutztore mehr zufahren, dass vielleicht eine Löschanlage nicht auslöst. Also da muss ich wirklich wissen, was ich tue, wenn ich diesen Knopf drücke. Und akustische Signale ab, das bedeutet Räumungsalarm deaktivieren. Es ist absolut klar, dieser nervige Räumungsalarm stört uns unheimlich bei unserer Feuerwehrarbeit. Es ist teilweise richtig, richtig laut. Ganz klarer Grundsatz ist, dieser wird nur abgeschaltet, wenn erstens die Räumung komplett abgeschaltet ist, zweitens die Erkundung vollständig abgeschlossen ist und der Einsatzleiter sagt, dass wirklich die Räumung quasi abgebrochen werden kann, dieser Räumungsalarm deaktiviert werden kann. Das darf niemals irgendein einfacher Feuerwehrmann entscheiden, sondern das muss immer vom Einsatzleiter kommen. Das seid blöderweise ihr und ihr müsst im Endeffekt wissen, ja, hier ist definitiv nichts, wenn ihr den Räumungsalarm ausschaltet. Kommen wir auch nachher nochmal dazu. Dann noch ein wichtiger Knopf oder wichtiges LED, Löschanlage hat ausgelöst. Kommen wir nachher noch dazu, was für Möglichkeiten es dabei Löschanlagen bedeutet, hat für uns schon Auswirkungen, wie wir jetzt vorgehen. Kommen wir noch dazu. Dann für uns der wichtigste Knopf, BMZ zurückstellen. Im Endeffekt ist es sogar durch einen Schutz geschützt, den ich nach oben klappen muss. Wenn ich jetzt die BMZ zurückstellen möchte zum Einsatzende, halte ich den Taster mehrere Sekunden. Dann geht das Lichtchen aus, das normalerweise rattert das noch ein bisschen vor sich hin und dann sollte ich danach bei der Leitstelle nachfragen, ob die Brandmeldeanlage tatsächlich wieder in Ruhe ist bzw. wieder eine Klarmeldung gekommen ist. Das muss ich auf jeden Fall auch machen. Gut, dann kommen wir zu den Laufkarten. Letztes Element vom FITZ. Laufkarten haben eine Vorder- und eine Rückseite. Auf der Vorderseite ist immer der sicherste Weg oder der beste Weg, vom FITZ zum betroffenen Melderbereich eingezeichnet. Das heißt, ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wir wären hier jetzt am FITZ und dann schickt uns die Laufkarte einmal ums Gebäude drumherum und auf der anderen Seite wieder ins Gebäude rein. Der kürzere Weg wäre sicherlich hier durch das Gebäude durch, aber der die Laufkarte erstellt hat, wird sich da was dabei gedacht haben. Da würde ich jetzt Brandabschnitte öffnen, würde vielleicht mich selbst in Gefahr begeben. Das heißt, man sollte tatsächlich diesem Laufweg dann auch folgen. Was da auch noch drauf ist, ist diese Kopfzeile. Da sind auch noch wirklich wichtige Informationen drin. Nämlich zum einen die Meldergruppe. Nach dieser Meldergruppe suche ich mir die Laufkarte erstmal überhaupt raus. Das heißt, das Anzeigetableau zeigt mir, welche Meldergruppe ausgelöst hat. Dann schaue ich, welche Laufkarte brauche ich dafür. Dann kommt die Info zum Meldebereich. Da ist zum Beispiel wichtig, es handelt sich hier in dem Fall um einen Flur und ganz wichtig vor allem das Geschoss. Das zeigt mir nämlich die Karte ganz oft nicht. Ich muss wissen, in welches Stockwerk muss ich denn überhaupt. Und das sehe ich nur ganz oft nur hier oben in der Titel- oder in der Fußzeile. Und dann gibt es noch Informationen zu der Art von Melder. Das ist auch eine sehr wichtige Information. In dem Fall sagt der automatische Melder. Wir kommen nachher auch nochmal dazu. Ganz wichtig ist, wenn hier Handdruckmelder steht. Warum? Kommen wir nachher dazu. Ganz rechts würde jetzt noch Bemerkung stehen, da wären jetzt irgendwelche Besonderheiten vermerkt, zum Beispiel, dass der Melder in der Zwischendecke oder in einem Zwischenboden verbaut ist oder dass irgendwelche Saugnäpfe oder Leitern zum Erreichen des Melders notwendig sind. Das kann hier drin stehen. Dann die Rückseite. Ich wende das Ganze einmal. Ich bin jetzt in meinem Meldebereich angekommen und die Rückseite zeigt mir dann quasi einen Grundriss von allen überwachten oder allen Meldern des überwachten Bereiches. Also das heißt, ich sehe dann wirklich, ich komme hier rein und hier ist mein Melder 14.1, 14.2, 14.3 und so weiter. Wo muss ich denn wirklich hingehen? Das sind jetzt Einzelmelder, das ist relativ einfach. Wir sehen nachher aber auch noch ein bisschen komplexere. Gut, sind wir durch den ersten Punkt durch und kommen jetzt zu dem Thema Brandmelder. Das ist jetzt eine Übersicht von allen Arten von Brandmeldern, die es im Endeffekt gibt.
wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Wir haben vorhin gesagt, wir beschränken uns auf das, was wirklich relevant ist. Und was für uns jetzt wirklich mal wichtig ist, sind die nicht automatischen Melder und die Bereichsmelder. Das Thema Einzelmelder, das kennt jeder, das ist ein Melder, der irgendwo verbaut ist, ob der jetzt optisch ist, ob der jetzt ein Gasmelder ist oder so. Das ist eigentlich irrelevant, der hat ausgelöst. Ich habe einen Punkt, da muss ich hingucken und dann weiß ich Bescheid. Bei einem nicht automatischen Melder ist das eine andere Geschichte. Das Problem, also nicht automatischer Melder bedeutet erstmal, das ist ein Handdruckmelder. Das Problem bei der Geschichte ist oft, dass die in den meisten Einsätzen, wo die ausgelöst sind, werden die missbräuchlich einfach eingeschlagen oder es stolpert jemand rein. Deswegen wird es von uns sehr oft lapidar behandelt. Aber eigentlich sind diese Handdruckmelder ein echter Notruf. Das heißt, ich muss davon ausgehen, wenn so ein Handdruckmelder ausgelöst ist, vor allem dann, wenn er in Kombination vielleicht noch mit einem automatischen Melder aufgelaufen ist, dass da jemand um Hilfe gerufen hat. Das heißt, ich muss wirklich schauen, was ist denn da passiert. Und das bedeutet nicht, dass ich jetzt nur, hier sind bei zwei Darstellungen sind mal gezeigt, welche Melder jetzt zum Beispiel hier eingedrückt werden. In dem Fall, wenn wir jetzt nur den Melder kontrollieren würden, würden wir sagen, okay, Bereich in dem Flur ist jetzt nichts zu sehen, da ist eine Rauchschutztür, die ist auch offen, alles gut. Ja, aber offensichtlich ein Fehlalarm, irgendein Dödel hat ihn eingeschlagen. Wenn wir aber weitergehen, kann es durchaus sein, dass hier hinten in einem anderen Raum durchaus ein Feuer ist. Vielleicht ist in diesem Raum auch überhaupt kein automatischer Melder, Rauchmelder verbaut. Das kann durchaus sein. Das heißt, ich muss wirklich genau kontrollieren, weil das Schlimmste, was uns wirklich passieren kann, ist, irgendjemand hat hier um Hilfe gerufen, ist dann vielleicht zurückgelaufen, um jemand anderen zu retten und zwei Personen liegen da hinten und wir fahren am besten wieder heim. Also das darf auf gar keinen Fall passieren. Gleiche Geschichte hier unten. Hier unten, die Leute verlassen das Gebäude, hier am anderen Ende im obersten Geschoss brennt es und hier unten sieht einer, oh, da ist ja ein Handdruckmelder, den schlage ich jetzt mal rein und das ist dann der Melder, den wir finden. Also wir müssen uns wirklich sicher sein, in diesem Gebäude ist nichts passiert. Wie kann ich die zurückstellen, wenn ich dann wirklich alles kontrolliert habe? Ich muss im Endeffekt einmal diese Scheibe vorne aufschließen, dafür gibt es so kleine Schlüssel, die müsste dann auch jeder haben. Scheiben haben wir entweder dabei oder wir bekommen sie vom Betreiber normalerweise und dann muss ich, das Lichtchen hier leuchtet normalerweise noch und dann muss ich hier diesen Hebel einmal drücken, ziehen und dann geht hier dieses Lichtchen aus und dann ist das Ganze zurückgestellt. Und erst dann kann ich die Brandmeldeanlage auch wieder zurückstellen, ansonsten funktioniert das schlicht und einfach nicht und ihr werdet euch ziemlich abmühen. Dann das Thema Bereichmelder. Bereichmelder ist so ein bisschen was Besonderes, da gibt es auch ganz unterschiedliche Arten, haben wir jetzt mal gezeigt. Es gibt hier auch optische Melder mit Sendern und Empfängern, im Endeffekt große Lichtschranken, die können einen größeren Bereich, also jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel ist ganz oft, dass irgendwelche Dachlichter auf der kompletten Länge überwacht werden. Dann gibt es sogenannte RAS-Systeme, das hört man immer wieder, Rauchansaugsysteme, die werden oft da verwendet, wo viel Schmutz in der Luft ist, wo also quasi ein Rauchmelder ständig Fehlalarme generieren würden. Das heißt, die saugen wirklich, wie der Name sagt, die Luft an, jagen die dann durch einen Filter und eine Ausweiteeinheit sagt dann, oh, da sind aber auch Raucheinteile drin und dann löst dieses RAS aus. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Bild, der zeigt lineare Wärmemelder. Das heißt, in dem Fall, wenn man sich das Bild anschaut, wäre jetzt so einfach ein Kabel über eine große Länge gespannt. Das ist jetzt vollkommen egal, ob das jetzt hier ein elektrisches Kabel von einem linearen Wärmemelder ist. Das kann genauso die Leitung von einem RAS-System sein. Ende vom Lied ist, die Brandmeldeanlage schickt uns zu diesem Melder, hier in dem Fall 83.1. Wir gehen dahin, sehen an dem Punkt da vorne, hier blinkt es rot, das ist jetzt der Melder, aber hier ist ja gar nichts. Was wir aber auf jeden Fall tun müssen, ist, dass wir den kompletten Meldebereich kontrollieren. Ihr seht jetzt hier, es geht einmal um die Ecke drumherum und wenn es da hinten raucht und dampft oder eine Person liegt, dann haben wir richtig Geburtstag. Also auf jeden Fall, deswegen haben wir es mit reingenommen. Bereichsmelder bedeutet, ich muss den kompletten Meldebereich kontrollieren und dafür brauche ich die Laufkarte, das sehe ich nur da drauf. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Brandschutztechnik. Das ist ein riesiges Thema, nur ganz kurz. Im Endeffekt, Brandschutztechnik ist quasi Technik, die quasi die eine Brandausbreitung verhindern soll, auch eine Rauchausbreitung verhindern soll. Es gibt Rauchwärmeabzüge, das ist total gängig. Es gibt Brandabschlüsse, zum Beispiel Schiebetore, die zufahren, Türen, die zubleiben. Das ist das Einzige, was wir hier mit reingenommen haben. Wichtig ist immer, wenn ich zu so einem Brandmeldealarm komme oder zu so einem Objekt, dann sollte ich solche Brandabschnitte und Rauchabschnitte auch nicht unnötig öffnen. Das heißt, ich sollte immer gucken, kann ich irgendwie in diesen Bereich reinkommen, ohne andere Bereiche dadurch noch zu kontaminieren oder in Gefahr zu bringen.
Und Rauchabzüge, das sind diese Melder hier, die kann ich natürlich auch als Feuerwehr nutzen. Da muss ich nicht ein Tor aufmachen und Luft reinblasen. Im Zweifel kann ich die Scheibe einschlagen und dann gehen die Oberlichter auf und entrauchen mir die Halle und erleichtern mir gegebenenfalls auch das Arbeiten. Hat auch Nachteile, deswegen muss ich als Einsatzleiter genau überlegen, was ich da wirklich machen will. Wichtiger Hinweis, Rauchabzüge müssen nach Einsatzende auch wieder geschlossen werden. In den wenigsten Fällen fahren die automatisch wieder zu, sondern meistens muss ich dann aufs Dach und muss irgendwelche Dachlichter wieder manuell zumachen, bevor es da reinregnet oder reinstürmt. So, und auch noch zu diesem Thema Brandschutzpläne gehört das Thema Feuerwehreinsatzpläne. Ich habe euch jetzt einfach mal ein möglichst kompliziertes Beispiel hier reingepackt, um euch zu zeigen, das ist wirklich komplex und das können wir hier jetzt auch nicht machen. Im Endeffekt müsst ihr euch damit beschäftigen. Diese Feuerwehreinsatzpläne habt ihr bei euch zu Hause, wenn ihr solche Objekte habt. Schaut euch die Dinge an, schaut euch die Legenden an. Das Ganze ist auch genormt. Unterschiedlich sind sie trotzdem immer wieder. Also beschäftigt euch damit. Ihr müsst mit diesen Plänen im Endeffekt zurechtkommen, weil die geben uns, euch und uns unheimlich viel Informationen zu Brandabschnitten. Welche Möglichkeit habe ich, das Feuer zu bekämpfen? Steigleitung, trockene, nasse Steigleitung. Also das ist allumfassend. Und an der Stelle höre ich auch auf damit. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt der Technik, nämlich zu den Löschanlagen. Und auch da, hier sind wir, gibt es wieder eine unheimliche Vielfalt und wir wollen uns genau mit zwei davon beschäftigen. Das sind zum einen die Sprinkleranlagen und zum anderen die CO2-Löschanlagen, die zu den Gaslöschanlagen dazugehören. Sprinkleranlagen gehören zu den Wasserlöschanlagen. Warum beschäftigen wir uns damit? Sprinkleranlagen ist einfach das, was uns am häufigsten begegnet und CO2-Löschanlagen ist das, was für uns am gefährlichsten ist. Deswegen gucken wir uns das an. Sprinkleranlagen, die gibt es in unterschiedlichsten Ausführungen, wollen wir auch nicht drauf eingehen. Es gibt zum Beispiel Nassleitungen, es gibt Trockenleitungen, dann gibt es die unterschiedlichsten Sprinklerformen, die dann unterschiedliche Sprühbilder erzeugen. Die gehen bei unterschiedlichen Temperaturen auf, entsprechend der Farbe von diesem Gläschen. Alles nicht wahnsinnig wichtig für uns. Wichtig für uns ist aber, dass Sprinkleranlagen ein Feuer nicht selbstständig löschen. Da kommt zwar Wasser raus, aber im Endeffekt können wir uns nicht darauf verlassen, dass das Feuer dann tatsächlich aus ist, sondern Sprinkleranlagen sollen ein Feuer lediglich eindämmen, sodass wir es löschen können. Bedeutet für uns, wenn es tatsächlich brennt, müssen wir unbedingt mit Wasser am Rohr vorgehen. Was sind jetzt die Komponenten von so einer Sprinkleranlage? Natürlich gibt es da wahnsinnig viele Rohrleitungen, teilweise gebäudegroße Pumpen, die das Wasser durch die Gegend pumpen, oft auch in zweifacher Ausführung. Dann gibt es natürlich irgendwo Wasserbehälter, teilweise auch Luftbehälter, je nachdem, was für ein System ist. Wichtig für uns sind diese Stationsverteiler und Alarmventile. Das sind nämlich die, mit denen wir tatsächlich Berührungspunkte haben. Wenn nämlich so eine Sprinkleranlage auslöst, dann springt in der Regel so ein Alarmventil ein. Das ist irgendwie ein Durchflusswächter oder ein Druckventil oder irgendwas und das springt dann an und sagt uns quasi, dessen das Ventil hat ausgelöst, bedeutet, dass ein dieser Kreis eben unter Wasser jetzt steht und eben kontrolliert werden muss. Dann Gaslöschanlagen, da ist der große Unterschied zu den Sprinkleranlagen, die können nämlich tatsächlich einen Brand vollständig löschen. Der Bereich wird mit einem Gas geflutet, in dem Fall, wo wir jetzt gleich kommen, mit CO2, bekommt keinen Sauerstoff mehr und das Feuer geht definitiv aus. Wann werden so Gaslöschanlagen, CO2-Löschanlagen verwendet? Dann, wenn keine Löschmittelrückstände erwünscht sind und Wasser vor allem ungeeignet sind, sie finden wir immer wieder in Serverräumen, EDV-Räumen, an sensiblen Produktionsmaschinen oder an Gefahrstofflagern. Also im Endeffekt, das trifft uns doch relativ häufig und oft ist es gar nicht so offensichtlich. Oft ist es einfach ein ganz normales Gebäude und irgendein Raum, in dem dann eben Serverräume untergebracht sind, da ist dann auf einmal eine kleine CO2-Löschanlage drin. Das passiert uns sehr oft. So, das hat sich jetzt alles sehr gut angehört. Problem für uns ist, da wird eine Löschmittelkonzentration von 30-60% Volumenprozent reingebracht. Das bedeutet für uns erstens mal, der Sauerstoff wird auch für uns da drin knapp und zweitens mal, dieses Löschmittel kann entweichen und bei CO2-Löschanlagen entweicht da teilweise bis zu einem Drittel von dem Löschmittel. Und wir alle kennen, denke ich, die Eigenschaften von CO2, das ist ein Atemgift. Und nicht nur für die Leute, die dort arbeiten oder wohnen, sondern auch für uns als Feuerwehr. Und wenn man sich mit diesem Thema CO2-Löschanlagen beschäftigt, dann findet man relativ schnell Einsatzberichte, in denen auf einmal Feuerwehrleute am FITZ oder im Umfeld von einem Gebäude umfallen und ohnmächtig sind. Also das ist auch für uns äußerst gefährlich.
CO2 wirkt aufs Atemzentrum und, das ist auch wichtig zu wissen, ist schwerer als Luft, das heißt, es sammelt sich in Senken. Kommen wir gleich dazu. Jetzt kommen wir nämlich ganz allgemein zum Thema Einsatztaktik und später auch zum Thema, wie gehen wir denn eigentlich bei so einer CO2-Löschanlage vor. Haben wir vorhin schon gesagt. Brandmeldealarme sollten grundsätzlich wie ein bestätigter Entstehungsbrand gehandhabt werden. Bedeutet auch, es rüstet sich immer ein Atemschutztrupp aus, wenn wir nach vorne gehen. Wie, sehen wir auch gleich noch. Ganz oft passiert es auch, dass wir schon vor Eintreffen an der Einsatzstelle, manchmal schon vor dem Ausrücken, eine Rückmeldung vom Betreiber bekommen, dass das alles negativ ist. Das nehmen wir auf jeden Fall zur Kenntnis, aber auf jeden Fall muss jeder Brandmeldealarm von der Feuerwehr kontrolliert werden. Das heißt, es muss immer die Feuerwehr anfahren. Was man sich dabei als Einsatzleiter überlegen muss, ist, muss ich da jetzt wirklich mit voller Geschwindigkeit anfangen? Also auf jeden Fall muss man die Verhältnismäßigkeit wahren. Was so der Worst Case ist, am besten kommt es dann tatsächlich, nachdem die Bestätigung kam, okay, der Betreiber hat gesagt, das ist nichts, da hat einer Staub aufgewirbelt, dann fahren wir noch mit 80 über die Kreuzung bei Rot und dann passiert ein Unfall, bei dem jemand verletzt wird. Das kann äußerst blöd für uns ausgehen. Also immer im Hinterkopf behalten. Das Schöne an Brandmeldealarmen ist, dass wir eigentlich immer gleich vorgehen können, im Prinzip. Aber zumindest am Anfang. Das heißt, wir sollten immer die folgenden Punkte abarbeiten. Erstens, wie wir vorhin gesagt haben, wir gehen immer zuerst ans Feuerwehrschlüsseldepot und nehmen uns da die Schlüssel. Ist auch vollkommen egal, ob da ein Hausmeister oder der Werksleiter dasteht und sagt, kommen Sie mal mit, ich habe hier einen Schlüssel. Sagen Sie, schön und gut, Sie kommen auf jeden Fall mit mir mit, aber ich hole mir als erstes den Schlüssel, weil nur dann sind wir uns sicher, dass wir wirklich überall reinkommen. Dann, auch unabhängig davon, ob der sagt, ich weiß, wo es ist, folgt mir. Wir gehen auf jeden Fall als erstes mal ans Informationszentrum oder ans Anzeigetableau und schauen, was hat denn für einen Melder ausgelöst. Ich denke, es gibt einige, die diese Erfahrung schon gemacht haben. Ich gehöre dazu, wenn ich mich hier umgucke, es gehören noch mehr dazu, dass wir irgendwo hingegangen sind und da hatte gar nichts ausgelöst. Dann geht man zurück zum FITZ und stellt fest, ja, das war was komplett anderes und die haben sich einfach getäuscht. Das ist ärgerlich, wenn es ein Fehlalarm ist. Das ist äußerst dramatisch, wenn es kein Fehlalarm ist. Deswegen immer schauen, welcher Melder ist tatsächlich eingelaufen und nicht nur welcher Melder ist es, sondern auch schauen, wo ist denn dieser Melder? Sich nie darauf verlassen, dass einen jemand zu diesem Ort führt, sondern immer die Laufkarte auch mitnehmen und das mal kritisch hinterfragen, wo man dahin geführt wird. Wichtig ist aber auch, ich habe jetzt das äußerst negativ gesagt, wir sollten auf jeden Fall den Betreiber, derjenige, der das Objekt kennt, mitnehmen und seine Informationen dann tatsächlich nutzen. Also es ist nicht so, dass wir den überhaupt nicht berücksichtigen, das ist auch wichtig. Und letzter Punkt, jeder Melder muss auf jeden Fall kontrolliert werden. Das heißt, wenn 5 Melder aufgelaufen sind, dann kontrollieren wir auch definitiv 5 Melder, ob da irgendwas passiert ist oder nicht. Kann durchaus sein, dass 3 wegen Staub ausgelöst haben und einer wegen einem Feuer. Das hatten wir vorhin schon zum Thema Einsatztaktik. Mehrere eingelaufene Melder am FITZ deuten immer auf ein Realereignis hin. Das heißt noch nicht, dass es so sein muss, aber auf jeden Fall sollte bei mir mal ein paar Alarmglocken losgehen, hey, heute ist tatsächlich mal was anders. Und wenn im weiteren Verlauf, während ich da dort stehe, weitere Melder einlaufen, dann bedeutet das für mich, vielleicht in diese Richtung breitet sich das Feuer, der Rauch, was auch immer, die Hitze, gerade aus. Hat Konsequenzen für uns, was wir auch gleich sehen werden. Und, hatten wir vorhin auch schon gesagt, Handdruckmelder sollten immer als Notruf bewertet werden und vor allem dann, wenn mehrere Melder eingelaufen sind und dabei ein Handdruckmelder ist, wird auf jeden Fall immer zuerst der Handdruckmelder kontrolliert, weil im Zweifel liegt da eine Person, die um Hilfe gerufen hat. Das ist äußerst wichtig. Jetzt zu den Sprinkleranlagen als Besonderheit. Haben wir vorhin schon gesagt, bei Brand sollten wir immer mit Wasser am Rohr vorgehen. Ein Abschiebern passiert immer nur auf Befehl des Einsatzleiters und nachdem hier in dieser Runde vermutlich die meisten Einsatzleiter sein können. Ohne Erkundung gibt es keinen Abschiebern der Löschanlage. Das heißt, wenn der Betreiber uns sagt, hey, macht jetzt ganz schnell zu, mein Lager steht gerade unter Wasser, wir machen ganz schnell zu in dem Moment, wo wir den Bereich erkundet haben und nicht früher. Besonderheiten von CO2-Löschanlagen. Hier haben wir jetzt nicht die Gefahr, dass das Feuer nicht gelöscht ist, aber wir haben die Gefahr, dass sich das Atemgift, vor allem CO2, ausbreiten kann. Was bedeutet das für uns? Bei einer ausgelösten CO2-Löschanlage wird immer und nur unter Pressluftatmern vorgegangen. Das heißt, es betritt niemand dieses Gebäude oder diesen Bereich,
der keinen Pressluftatmer aufhaben. Das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt genug Einsatzberichte, wo dann auf einmal der Melder am Feuerwehrinformationszentrum bewusstlos ist. Das darf nicht passieren. Damit ich weiß, wie weit ich denn ohne Atemschutz vorgehen kann, muss ich eine Gefahrengrenze festlegen. Dafür brauche ich Messgeräte. Es gibt CO2-Warner. Viele Feuerwehren haben das mittlerweile. Wenn ich keinen dabei habe, muss ich das auf jeden Fall nachfordern. Das heißt, ich brauche ein geeignetes CO2-Messgerät. Und die betroffenen Bereiche müssen auf jeden Fall auf vermisste Personen kontrolliert werden. Das heißt, ich muss nicht in erster Linie nach einem Feuer gucken, sondern ich muss tatsächlich nach Personen schauen. Vor allem Schächte, Senken, Gruben, Geländeverlauf auch beachten. Wie wir schon gesagt haben, CO2 ist schwerer als Luft. Was mache ich jetzt mit dem Raum, in dem es gebrannt hat oder vermeintlich gebrannt hat? Nach Möglichkeit mache ich den überhaupt gar nicht auf, weil, wie wir gelernt haben, CO2-Löschanlage löscht das Feuer, gerade in einem Serverraum. Das heißt, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, lasse ich den Bereich zu und kontrolliere das Ganze von außen. Wenn ich es von außen nicht kontrollieren kann, muss ich sehr vorsichtig vorgehen, weil ich mache die Tür auf und bringe damit auch wieder Sauerstoff in den Raum. Und im Zweifel mache ich damit mehr kaputt, als ich gut mache. Und ganz wichtiger Punkt ist der letzte hier. Die Feuerwehr ist nicht dafür zuständig, so einen CO2-gefluteten Bereich im Endeffekt dann zu belüften und auch wieder frei zu messen. Der Betreiber, der so eine CO2-Löschanlage installiert hat, der muss auch dafür Sorge tragen. Das ist im Endeffekt der gewollte Betrieb von so einer Löschanlage. Der muss das Ganze auch wieder aufräumen. Das ist genauso, wie wir nicht dazu verpflichtet sind, einen Wasserschaden von der Sprinkleranlage zu beheben. Wir räumen da nicht das Lager aus oder irgendwas, wenn da Kartons nass sind. Und genauso wenig müssen wir den CO2 aus dem Gebäude blasen und das Ganze auch noch frei messen. Im Gegenteil, da bringen wir uns selber auch in die Verantwortung, was das Gebäude angeht. Eine Ausnahme gibt es natürlich, wenn irgendwo Gefahr in Verzug ist, wenn irgendwo Personen in Gefahr sind, dann müssen wir das natürlich schon machen. Also so müssen wir schon vorsichtig sein. Gut, ich habe vorhin gesagt, der Vorteil an Brandmeldealarmen ist, dass wir ziemlich standardmäßig vorgehen können. Und das können und wollen wir in Zukunft auch tun, was die Rückmeldungen an die Leitstelle angehen. Das heißt, ich bitte euch, die Folie, wir werden sie Ihnen zur Verfügung stellen, am besten druckt sie aus, hängt sie ins Fahrzeug. Diese Informationen sollen immer über Funk an die Leitstelle durchgegeben werden. Erstens, ihr werdet es nachher sehen bei dem Thema Neuerung zum Thema BMA. Es kann teilweise passieren, dass bei Brandmeldealarm doch eine erhebliche Anzahl von Kräften alarmiert ist und ich gegebenenfalls einen Bereitstellungsraum definieren muss. Das kann ich auf der Anfahrt machen, das kann ich auch vor Ort machen, das kann ich mir aber auch im besten Fall schon vor dem Einsatz überlegen. Das heißt, ich kann sagen, welche Objekte habe ich denn? Ich habe ein Krankenhaus, da kommen 25 Feuerwehren, wo stelle ich die denn immer hin? Und dann weiß ich es davor schon und werde nicht überrascht. Zweitens, ich komme dort an, gehe ans Feuerwehrinformationszentrum und dort schaue ich, welcher Melder, welche Gruppe hat denn aufgelöst. Und diese Information soll in Zukunft an die Leitstelle weitergegeben werden, einfach damit es auch alle hören. Das sind wichtige Informationen, gerade auch für die Führungsdienstgrade. Wenn es ein Melder ist, dann einfach die Gruppe Melder 43-1 hat ausgelöst oder es haben 5 Melder ausgelöst. Der erste ist der 43-1. Und noch eine wichtige Information, welche Art von Meldern hat den ausgelöst? Und da ist wichtig, was wir vorhin besprochen haben, ein Handdruckmelder, ein automatischer Melder oder eine Löschanlage. Das ist die Unterscheidung, die wichtig ist. Im Endeffekt Löschanlage bedeutet was ganz anderes, als im Endeffekt, es hat ein Rauchmelder angeschlagen. Gut, dann haben wir das Ganze kontrolliert. Dann geben wir auf jeden Fall den Auslösegrund durch. Das mag oft sein, keine Feststellung, das kann auch sein aufgewirbelter Staub, das kann aber auch sein, dass eine Maschine heiß gelaufen ist und im Endeffekt geraucht hat. Und natürlich, wir gehen davon aus, das sind nicht alles Fehlalarme. Wenn wir den Auslösegrund kennen, das ist tatsächlich ein Brandereignis, dann muss ich auch sagen, was mache ich denn? Also im Endeffekt, ich habe Eindruck unter PA in Einsatz und gegebenenfalls habe ich noch Nachforderungen oder ich beordere die nächsten Kräfte an einen anderen Seiteneingang. Also im Endeffekt sind das dann tatsächlich meine Maßnahmen. Und zu guter Letzt, ich habe meinen Einsatz abgearbeitet, ob jetzt Fehlalarm oder Realereignis. Ich muss die BMA zurückstellen und da muss ich auf jeden Fall immer nachfragen, ist die Brandmeldeanlage jetzt in Ruhe? Und ganz zum Schluss ist immer wichtig, wir fahren nicht einfach weg, sondern wir übergeben ein Objekt und vor allem eine Brandmeldeanlage immer an den Betreiber. Ausnahme ist natürlich nachts um 5, der kommt mit bei. Ich habe natürlich die Möglichkeit, das alles wieder abzuschließen.
Dann muss ich aber umso genauer dokumentieren, wie ich das Ganze hinterlassen habe. Aber in der Regel immer Übergabe an den Betreiber und diese Info auch an die Leitstelle weitergeben. Das sei das schlicht und einfach aus dem Schneider. So, jetzt noch so ein paar Grundsätze. Ich muss zugeben, langsam wird es viel, aber es ist einfach wichtig. Ihr könnt es euch danach nochmal angucken und ausdrucken. Gleich sind wir durch. Ganz wichtiger Grundsatz, TMO, also unser alter 4-Meter-Funk, muss immer besetzt sein. Das heißt, die Einsatzstelle muss im Endeffekt immer ansprechbar sein. Wer das jetzt macht, ist Entscheidung des Einsatzleiters. Wir schauen uns aber gleich ein Beispiel an, wie das denn aussehen kann. Zweiter Grundsatz, das FITZ, beziehungsweise wenn es kein Informationszentrum, sondern nur ein FAT oder ein FBF gibt, das muss immer besetzt sein und besetzt bleiben. Da laufen nämlich die ganzen Informationen von meiner Brandmeldeanlage zusammen. Und wenn jetzt ein weiterer Melder einläuft, dann muss das der Einsatzleiter, der Gruppenführer, wer auch immer da auf Erkundung ist, auch wissen. Das heißt, da muss auf jeden Fall jemand mit einem Funkgerät stehen bleiben. Und bei Auslösung einer stationären Löschanlage sollte immer der Betriebsraum auch besetzt werden. Gleicher Grund, weil auch da sehe ich nämlich, was in diesem Raum passiert. Und wenn ich dann tatsächlich die Bestätigung habe, zum Beispiel es ist ein Fehlalarm von der Sprinkleranlage, dann kann ich tatsächlich auch abschiebern und verliere dabei keine kostbare Zeit, indem größerer Wasserschaden zum Beispiel auftritt. Dann sollte immer durch einen Gruppenführer und den Angriffstrupp erkundet werden bis zur Rauchgrenze. In dem Moment, wo ich an eine Rauchgrenze stoße, bleibt der Gruppenführer natürlich stehen und der Angriffstrupp geht dann weiter vor. Wie sollte so ein Angriffstrupp ausgerüstet sein? Der hat auf jeden Fall immer PA auf. Was nicht sein muss, ist, dass er die Maske aufgezogen hat. Also handhaben wir eigentlich immer so beim Brandmeldealarm, dass im Endeffekt PA angelegt wird, die Maske bleibt im Beutel drin, wird mitgenommen und an der Rauchgrenze, wenn ich denn eine feststelle, dann kann ich auch anlegen. Dafür, das ist einfach ein realistisches Vorgehen. Man kann es natürlich auch aufsetzen, bedeutet Arbeit für den Atemschutzgerätewart. Und wir gehen ja von einem Entstehungsbrand auf. Der Angriffstrupp soll immer ein Kleinlöschgerät dabei sein. Kübelspritze, Handfeuerlöscher, irgend sowas in der Richtung, mit dem man quasi kleinere Entstehungsbrände löschen kann. Und wenn wir das haben, Wärmebildkamera, mobiler Rauchverschluss ist sowas, womit ich auch eine Rauchausbreitung verhindern kann, womit ich ein Brandereignis, eine Hitzeentwicklung auch erkennen kann. Gut, wir haben gesagt, wir wollen uns das Ganze mal an so einem Beispiel angucken. Das ist jetzt so ziemlich das Ende, dann habt ihr das gepackt. Wir haben uns als Beispiel mal ausgesucht, einfach weil es so ein wunderschönes Objekt ist, die Braun PNG in Marktheidenfeld. So ein bisschen zur Orientierung, hier an der Seite ist der äußere Ring, hier wäre quasi der Edeka, hier geht es hoch in Richtung Schwimmbad und hier hinten ist quasi Neubau und so weiter. Hier wäre quasi die Varema. So. Hier vorne ist jetzt erstmal das Feuerwehrinformationszentrum. Das heißt, wenn ein Brandmeldealarm ist, fahren wir auf jeden Fall mal dahin und werden wir gleich sehen, ist relevant für unser Spielchen hier. Hier oben ist die Sprinklerzentrale, hier oben sind zwei riesengroße Wassertürme und dann gibt es aber auch jede Menge Sprinkler-Unterzentralen. Warum die wichtig sind, sehen wir gleich. So, wir haben einen Brandmeldealarm. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir kommen da mit einem Löschgruppenfahrzeug, mit einer Gruppe an. So, wir fahren da vorne am FIZ hin. Sitzen am besten ab und stellen uns da vorne hin. Wir sehen unsere neuen Leute hier vorne. Was mache ich jetzt mit meinem Personal? Wir haben gesagt, auf jeden Fall muss der TMO besetzt sein. Wer soll das bei einer Gruppe machen? Bleibt eigentlich nur der Maschinist übrig, der bleibt am Fahrzeug und besetzt den Funk, hört mit, was auf DMO passiert und gibt es dann im Endeffekt über TMO an die Leitstelle weiter. Gut, dann haben wir gesagt, Angriffstrupp. Und Gruppenführer gehen auf jeden Fall zum Erkunden und wir haben auch gesagt, am FITZ muss auf jeden Fall jemand stehen bleiben. Also nehmen wir unseren Melder mit. So, das heißt, ich bin jetzt am FITZ, dort lerne ich, ausgelöst hat die Sprinkleranlage, Sprinklerunterzentrale 2 und der Meldebereich, schauen wir auf der Lagekarte nach, ist hier das Hochregallager. Das heißt, wer die Entfernungen in der Braun kennt, dazwischen liegen schon mal Fußweg, 200 Meter würde ich sagen, 300 Meter, vielleicht sogar mehr, wenn ich die ganzen Ecken, die wir laufen müssen, mit anschauen. So, wir haben vorhin gesagt, die Sprinkler oder die Zentralen von Löschanlagen müssen auf jeden Fall besetzt werden und natürlich müssen wir erkunden. Also geht mein Gruppenführer und ein Angriffstrupp vor. Wenn wir jetzt natürlich an eine Rauchgrenze kommen, bleibt dort der Gruppenführer stehen und der Angriffstrupp geht weiter vor. So, was mache ich jetzt aber mit meiner Sprinkler-Unterzentrale?
Eigentlich sollten wir vielleicht auch jemanden zur Sprinklerzentrale schicken und mal gucken, was ist denn da oben überhaupt los. Ich hätte noch den Wassertrupp und den Schlauchtrupp zur Verfügung. Wenn ich die aber jetzt losschicke, habe ich keinen mehr, der mir eine Wasserversorgung aufbauen kann. Also ich bin relativ schnell am Ende meines Lateins und am Ende meiner Kräfte. Das heißt, da müssten auf jeden Fall noch mal Leute hin. Deswegen, habe ich noch vergessen. Und wir sind jetzt von dieser Seite reingegangen, weil wir sind natürlich vom FITS gekommen. Der beste Weg, also die Feuerwehrzufahrt zum Lager und der Zugang, wäre aber jetzt hinten über eine zusätzliche Zufahrt. Das heißt, es wäre jetzt taktisch äußerst unklug, wenn ich wirklich einen Löschangriff machen muss, wirklich hier einmal komplett durch die Fertigung ins Lager zu gehen. Sondern wir wollen natürlich von außen direkt ins Lager und möglichst wenig Schaden anrichten. Deswegen sind wir dahin auch mit einem Zug alarmiert und nicht mit einem Löschgruppenfahrzeug. Das heißt im Endeffekt, wie kann ich das Ganze taktisch aufteilen, wenn ich den Überblick habe? Mein Angriff kann ich im Endeffekt über diese Zufahrt da hinten machen. Das heißt, meinen LF kann ich da hinten zum Beispiel reinschicken. Dann wird realistisch eine Drehleiter dabei sein. Bei einem Hochregallager von, ich glaube, 35 Meter Höhe auch nicht ganz abwegig. Und wer geht dann vorne ans Feuerwehrinformationszentrum? Ja, das ist der ELW, der im Endeffekt den Zugtrupp und den Zugführer und damit den Einsatzleiter enthält. Und den hier Platz ist genau hier vorne. Und in meinem Zug kommt natürlich auch noch ein Staffelfahrzeug dazu. Dann ist mein Zug komplett und das ist tatsächlich auch die Alarmstärke, die hier ankommen würde. So, und im Endeffekt, wichtige Botschaft ist an dieser Stelle, man sieht ganz oft diese Erkundungstrauben, die dann durch die Produktion gehen. Ratschlag an dieser Stelle ist tatsächlich, erkunden sollte immer ein Gruppenführer mit einem Angriffstrupp. Und am Feuerwehrinformationszentrum, hier vorne am Eingang, da laufen alle Informationen zusammen. Das heißt, das ist eigentlich der ideale Ort für einen Einsatzleiter. Da habe ich nicht nur das Feuerwehrinformationszentrum, wo ich meine ganzen Pläne habe, sondern da werden auch die ganzen Ansprechpartner hinkommen. Da wird zum Beispiel der Koordinator für die Räumung hinkommen und sagen, hey, mir fehlen zwei Leute oder sind jetzt alle raus. Da wird vielleicht dann auch irgendwelches technisches Personal hinkommen, der vielleicht Informationen hat, der vielleicht auch sagen kann, hey, da haben wir gerade Wartung gemacht. Also wichtig ist, dass hier vorne auf jeden Fall auch ein Ansprechpartner ist und das ist, wie gesagt, der beste Platz für einen Einsatzleiter. Gut, das war unser kleines Spielchen. Jetzt ist der Einsatz zu Ende. Wir haben vorhin schon ein paar Kleinigkeiten gehört. Wie gehe ich vor beim Ende von einem Brandmeldealarm? Wichtigster Punkt ist, die Feuerwehr wird niemals, und wenn wir da zum 10. Mal hinfahren in einer Nacht, Teile der BMA deaktivieren. Wenn wir das nämlich tun, sind wir in der Verantwortung und müssen im Zweifel auch dafür Rechenschaft ablegen, wenn dann tatsächlich was ist beim 11. Mal in dieser Nacht. Also das wird niemals passieren. Natürlich kann das der Betreiber machen, aber es darf niemals eine Lagemeldung an die Leitstelle gehen. Die Feuerwehr hat die Meldergruppe 43 deaktiviert. Im Zweifel macht das der Betreiber, da hat die Feuerwehr aber nichts mit zu tun. Wichtig, wir haben vorhin gesagt, die Übertragungseinheit können wir ausschalten. Wenn wir fahren, muss die auf jeden Fall wieder aktiv sein. Ich muss natürlich die Laufkarten und Objektpläne, wenn sie denn im FITS sind, wieder einsortieren, sodass ich beim nächsten Mal auch wieder meine Karten finde, im Zweifel beim 11. Mal in dieser Nacht. Und es gibt in jedem Informationszentrum oder FAT gibt es ein Alarmtagebuch und das soll auch geführt werden. Da wird im Endeffekt reingeschrieben, welcher Tag, welche Uhrzeit, dass ein Alarm war und welche Meldergruppe im Endeffekt ausgelöst hat. Einfach damit, wenn jetzt beim nächsten Alarm oder eine Woche später ein anderer Gruppenführer dahin kommt, dass er vielleicht auch mal nachgucken kann, war das letzte Mal vielleicht schon der gleiche Melder, was ist denn da überhaupt los? Dann, FITS muss natürlich abgeschlossen werden, weil wir gesagt haben, der Betreiber darf dazu keinen Zugang haben, der hat auch überhaupt keinen Schlüssel, um das Ganze wieder abzuschließen. Und jetzt kommt nochmal ein wichtiger Punkt, es müssen alle Objektschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot wieder verstaut und gesichert werden. Wie das passiert, haben wir ganz am Anfang schon gesehen. Und jetzt kommt auch ein wichtiger Punkt, oft sind mittlerweile mehrere Schlüssel hinterlegt. Ich kann aber immer nur einen Schlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot sichern. Und deswegen sollten wir immer bei der Leitstelle sagen, wenn wir mehr als einen Schlüsselsatz wieder hinterlegt haben, dann ist einfach dokumentiert, hey, da waren zwei Sätze drin, wir haben auch zwei Sätze wieder rein. Wenn einer verloren gegangen ist, war es nicht die Feuerwehr. Und die BMA muss natürlich zurückgestellt werden. Das wird in den wenigsten Fällen vergessen, weil ansonsten fragt die Leitstelle nach. Und ich frage bei der Leitstelle nach, ob die Klarmeldung wieder da ist. Und vorhin haben wir es auch schon gesagt, die Einsatzstelle sollte unbedingt an den Betreiber übergeben werden. Gut, das war's schon. Ich gucke mal auf die Uhr, wie lange machen wir jetzt schon? Eine Viertelstunde. War eine schwere Schulung, schwere Kost, aber ich denke auch wichtig.
Zum Nachlesen werden wir die Unterlagen zur Verfügung stellen. Wir machen jetzt wieder eine kurze Pause und dann wird der Andreas zum Thema Neuerung übernehmen. Dankeschön, einen wunderschönen Abend. Ja, auch ich möchte euch recht herzlich zu unserer heutigen Online-Schulung im Inspektionsbereich Mainkaidenfeld begrüßen. Ich darf euch ganz kurz die Änderungen der Alarmierung vom 01.01.2021 vorstellen. Wir haben das Schreiben durch die Kommune am 7.12. hoffentlich jeder bekommen. Es sind zwei Änderungen, die uns betreffen zukünftig. Das ist einmal die Brandmeldealarmierung, das, was der Philipp euch jetzt mehr oder weniger die letzte Stunde in der Theorie jetzt erzählt hat. Ich möchte euch jetzt ein bisschen das rüberbringen, was davor ist, wenn alarmiert wird. Das ganze Konzept ist abgestimmt von den Kreisbrandräten der ILS Würzburg, also Mainfranken, und mit der Zusammenarbeit des BAK und des THW und der Polizei. Die offizielle Kommunikation erfolgt durch das Landratsamt. Und der zweite Teil ist der Stromausfall, was wir da beachten müssen. Da ist jetzt was durcheinander geraten. Ist ein bisschen andersrum. Okay, ich erkläre euch kurz, was wir bei einem Stromausfall beachten sollen zukünftig. Wenn der Leitstelle Würzburg durch einen Stromversorger bekannt gegeben wird, dass eine Stromabschaltung in eurem Einsatzgebiet stattfinden sollte, die länger als 10 Minuten ist, würde in diesem Fall der Kommandant der örtlichen Feuerwehr über den Funkmeldeempfänger oder telefonisch alarmiert werden. Viele Feuerwehren haben keinen Funkmeldeempfänger oder noch nicht. Ich weiß nicht, welche Feuerwehr ausgestattet ist. Also telefonisch würdet ihr auf alle Fälle benachrichtigt werden. Zusätzlich der KBI. Ab 2023 kommt ebenfalls der Rettungsdienst und der Fachberater THW dazu. Maßnahmen der Feuerwehr beim Stromausfall ist zukünftig: Die Feuerwehr soll für die Dauer des Stromausfalls mit dem Blaulicht, also mit einem Fahrzeug vor das Feuerwehrhaus fahren und das Blaulicht einschalten. Es soll so eine Leuchtturmfunktion ein bisschen haben für die Bevölkerung, dass sie weiß, da ist jetzt die Ansprechstation für Notfälle. Oft ist es nämlich auch so, dass bei einem Stromausfall das örtliche Telefonnetz zusammenbricht oder nicht funktioniert. Das Handynetz kommt immer darauf an, auf welche Masten das Handy sich einloggt. Wir haben bei uns in der Region den glücklichen Zustand, dass wir auch teilweise auf Masten im Main-Tauber-Kreis zugreifen können oder eingeloggt werden. Das dürfte eigentlich bei uns so im Großteil des südlichen Spessart-Bereiches funktionieren. Aber man weiß es trotzdem nicht. Es kann ja auch mal sein, dass wirklich ein größerer Ausfall ist, dass auch das nicht mehr funktioniert. Das Feuerwehrhaus soll dann als Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen. Und unsere Funktion wäre es dann, da das DMO-Netz meistens Notstrom eingespeist wird, dass die Masten 30 bis 45 Minuten noch funktionieren, dass wir dann in der Zeit noch über Funk die Leitstelle erreichen können und so Hilferufe der Bevölkerung absetzen können. Gut. Wir haben bei uns jetzt im Marktkreuz Wertheim uns auf Folgendes geeinigt. Wir wissen ja auch, dass ungeplante Stromausfälle stattfinden können.
die nicht von der Leitstelle alarmiert werden, weil zum Beispiel die ILS keine Kenntnis von so einer Situation hat. Wir haben uns darauf geeinigt jetzt bei uns im Bereich, dass wir generell schon ab der ersten Minute Stromausfall das Feuerwehrhaus besetzen, weil es mehr oder weniger über die Gemeinde und auch durch die Medien so kommuniziert worden ist. Also wir werden bei uns das so handhaben, dass zumindest alle Gruppenführer, die es mitbekommen beim Stromausfall, sofort das Feuerwehrhaus verkehrskonform anfahren und besetzen das Ganze. Wie das jeder in seiner Feuerwehr dann handhabt oder handelt, ist euch überlassen. Wie gesagt, wir haben das bei uns jetzt so abgestimmt. Des Weiteren, da sind auch die Fragen aufgekommen, was passiert zwischen nachts 3 Uhr und 4 Uhr, wo alle schlafen. Wenn ich den Stromausfall nicht mitbekomme, kann ich nicht handeln. Wenn ich nicht alarmiert werden kann, ich kriege es halt nicht mit. Also ich denke, wir sind da rechtlich auf der sicheren Seite, uns kann nichts passieren. Kann auch so eine Situation mal vorkommen, dann ist es halt so, können wir nicht ändern. Gut, das war der Beitrag zum Stromausfall. Jetzt kommen wir zum Brandmeldealarm. Bisher, bis zum 31.12.20, wurde folgend alarmiert. Es wurde immer die örtlich zuständige Feuerwehr alarmiert. Eine Feuerwehr, die kein Wasser hatte, wurde zusätzlich eine zweite Feuerwehr alarmiert mit 500 Liter Löschwasser, 4 Abendschutzgeräteträgern, eine Staffel, der Kreisbrandmeister und der KBI. Das war also bis 31.12. Ab dem 1.1. ändert sich das Ganze jetzt wie folgt. Wir haben 4 Alarmmeldegruppen bekommen. Das ist vom Landkreis Main-Spessart, glaube ich, so ausgearbeitet worden, ist aber mittlerweile für die ganze ILS, also für den ganzen ILS-Bereich, so eingeführt worden. Ihr seht hier selber, wir haben hier Brandmeldealarm 1, 2, 3, 4. Bei 1 ist es die Gaststätte, bei 2 sind es Industriebetriebe oder Schulen, bei Brandmeldealarm 3 sind es Wohnanlagen und bei 4 sind es Kindergärten, Alten, Pflegeheime, Krankenhäuser. Die Unterschiede seht ihr jetzt. Jetzt wird beim normalen Brandmeldealarm, also bei der 1, immer noch die örtliche zuständige Feuerwehr alarmiert. 500 Liter Wasser, 4 Abendschutzgeräteträger, eine Wärmebildkamera und der Kreisbrandmeister. Also noch keine große Änderung. Jetzt wird es aber ab der Stufe 2 etwas interessanter. Seht ihr selber. Die örtliche Feuerwehr wird wieder dazu alarmiert. Es werden aber dann mittlerweile schon 2000 Liter Wasser benötigt. 8 Abendschutzgeräteträger, also es hat sich verdoppelt. Die Wärmebildkamera, der Kreisbrandmeister und auch der Kreisbrandinspektor werden dazu alarmiert. Bei der Stufe 3, Stufe 2, das waren die Industriegebäude, und bei der Stufe 3, das sind jetzt dann mittlerweile immer noch die örtliche Feuerwehr, 2000 Liter Wasser. Dann kommt wieder die 8 Abendschutzgeräte dazu, Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor und zusätzlich eine Drehleiter. Und bei der Warnstufe 4, das ist das höchste, das sind dann 3000 Liter Wasser, das sind 12 Abendschutzgeräteträger oder 3 Staffeln, dann Wärmebildkamera, Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor, die Drehleiter und der Rad zusätzlich. Also es hat sich einiges geändert. Wir werden mit einem größeren Aufgebot dann wahrscheinlich vor Ort immer sein. Darum ist es auch sehr wichtig, wie es der Philipp vorhin erzählt hat, die Erkundung ist sehr, sehr wichtig. Umso schneller das als Fehlalarm erkannt wird, vielleicht kann man dann nachrückende Kräfte dann schon entwarnen, dass er zumindest vernünftig dann anfangen und nicht unter Einsatzfahrt ihr Leben vielleicht noch riskieren, weil sie es eilig haben. Wenn, wie der Philipp auch vorhin schon erwähnt hat, öfters wird einmal am Tag die Brandmeldeanlage einlaufen sollte, 2, 3, 4 Mal, also eine Unregelmäßigkeit, kann man das Ganze dem I melden, dass das die Häufung einfach zu viel ist
oder ans Landratsamt das Ganze melden. Es kann ja wirklich eine technische Funktion sein, die dann der Betreiber abstellen muss. Wie gesagt, wenn das Ding 10-mal anläuft, wir fahren 10-mal hin, wir schauen uns das 10-mal an, aber es nervt halt irgendwann und irgendwann hat auch mal der Arbeitgeber vielleicht kein Verständnis mehr, dass sein Mitarbeiter am Tag 3-4-mal wegen der Brandmeldealarmanlage den Arbeitsplatz verlässt. Wir haben die Möglichkeit, eine Feuerbeschau zu machen und dadurch vielleicht Unregelmäßigkeiten erkennen, dass man das abstellen kann. Gut, das waren die Neuerungen für 2021. Wie gesagt, es hat sich einiges geändert beim Stromausfall. Das werden wir öfters vielleicht mal haben. Wir haben es vor Weihnachten kurz gehabt. Da war die Regelung noch nicht in Kraft. Der hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert, der Stromausfall. Gott sei Dank war es in der Bevölkerung noch nicht kommuniziert über Medien oder auch über das Marktblatt, was wir haben. Sonst hätten wir vielleicht da schon besetzen müssen, aber in Zukunft werden wir das so zumindest bei uns im Markt Kreuzwertheim so handhaben. Wie gesagt, es ist euch überlassen, wie ihr das Ganze bei euch aufzieht. Ich denke, ihr werdet es ähnlich machen, weil viele Möglichkeiten werden wir nicht haben. Gut, dann war es das eigentlich schon von meiner Seite aus. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Ich übergebe jetzt nochmal das Ganze dem Andi Schmidt. Wir machen jetzt nochmal eine ganz kurze Pause wegen Übergabe und dann geht's weiter. Ach nein, er macht es mit Handmikrofon, also dann können wir gleich weitermachen. Gut. So, liebe Kameraden an den Bildschirmen, das war die erste Online-Schulung der Führungskräfteausbildung. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ihr habt alle ein bisschen was mitnehmen können. So wie wir das schon gesagt haben, werden die Unterlagen auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Ergänzend zu dem, was gerade der Andreas an Änderungen der Brandmeldealarme gesagt hat, möchte ich noch ergänzen, weil es einfach wichtig ist. Natürlich die höchste Stufe der Brandmeldealarme, da ist es unabdingbar, dass wir schon auf der Anfahrt einen Bereitstellungsraum definieren. Ansonsten kommen da so viele Leute und es gibt Chaos vor dem Objekt. Und es ist einfach wichtig, wenn in dieser Höhe alarmiert wird, schon unbedingt auf der Anfahrt einen Bereitstellungsraum zu definieren. Mir bleibt zu guter Letzt noch zu sagen, und jetzt nehme ich meinen Maske ab, dass ihr auch das Grinsen seht. Ich bin sehr stolz, dass heute Abend dieser Termin stattfinden konnte, trotz Pandemiebedingungen. Wir haben uns auch hygienetechnisch alle, ihr habt es gesehen, wir haben zwischendrin immer unsere Masken aufgehabt. Bin wirklich stolz drauf, dass das so gut gelaufen ist. Mir bleibt letztendlich noch Danke zu sagen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Danke möchte ich dem Hausherr, dem Bernhard Nees, für die Verfügungstellung der Räumlichkeiten, natürlich aber auch zur Verfügungstellung, dass es geheizt ist und dass seine Manne freistellt, dass wir das ganze Thema erarbeiten könnten. Einen ganz besonderen Dank, und das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, möchte ich dem Benedikt Rottmann sagen. Ohne dessen Technik, ohne dessen Einsatz, immer und fast zu jeder Zeit, wenn es um das Thema geht, Presse, Medien, solche Themen, ist er immer da und macht da eine ganz, ganz wertvolle Arbeit für uns. Und dafür möchte ich, wenn ich jetzt könnt, ihr werdet sehen, nebendran jeder der Daumen hoch. Herzlichen Dank, Benedikt, das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Weiterhin gilt mein Dank dem Philipp Rossmann und dem Andreas Gottschalk für die Gestaltung der heutigen ersten Ausbildungseinheit. Ich glaube, das Thema selber ist so interessant, ihr habt es gesehen, ist so vielschichtig. Die Unterlagen werden zur Verfügung gestellt. Macht euch einfach nochmal schlau. Zieht das raus, was ihr auf jeden Fall braucht und lest oder gebt es an eurer Mannschaft weiter. Dann haben wir alle schon was gekönnt. Weiterhin möchte ich dem Kreisverband manch besser danken für die Bereitschaft, so ein neues Thema auch unkompliziert auf die Homepage zu veröffentlichen. Das hat man nicht immer. Dazu hat es ein paar Telefonate, hat es 2 Teamsitzungen gegeben und schon hat das Ganze gespielt und das ist wichtig. Vielen Dank für die Bereitstellung dieser Plattform. Danken möchte ich nochmal und ausdrücklich der Feuerwehr Frammersbach als Hintergrund und auch gleichzeitig Werbung dafür für den ELW 1 im Landkreis. Es kann passieren, dass der auch bei uns im Inspektionsbereich öfters mal auftaucht. Deswegen ist es wichtig. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür.
Weiterhin möchte ich Danke sagen, und das ist auch wichtig, dem gesamten Ausbilderteam. Wir haben in den Sitzungen, ich glaube, es waren 6 Sitzungen, die wir inzwischen gehabt haben, ein Programm ausgearbeitet, was ich sehen lassen kann. Da müssen wir uns nicht verstecken, wenn wir das einigermaßen mit dieser Mannschaft, und ich habe vorhin mal online beim Bene über die Schulter geguckt, wir waren immerhin 40 Teilnehmer, die sich online geschaltet haben und haben dazugehört. Und dann kriegen wir eine wunderbare Plattform, um wirklich Wissen breit gestreut für die Führungskräfte zu vermitteln. Und ganz wichtig, der Dank euch, die ihr vor den Bildschirmen sitzt. Ihr könnt in lockerer gesellschaftlicher Runde, vielleicht sitzt noch der eine oder andere aus der Familie mit dabei und sagt, Mensch, da gibt es was Interessantes, das mit angeschaut habt. Danke fürs Zuhören und danke für eure Bereitschaft, da mitzumachen. Ich kann nur sagen und ich kann euch versichern, ich freue mich drauf, mit euch die nächsten 2, 3 Jahre genau dieses Thema mit euch zu betreiben, um fitte Führungskräfte für uns alle zu haben. Zu guter Letzt bleibt mir noch eins, und das ist eine Bitte. Macht mit, beteiligt euch aktiv. Nochmal, auf der Homepage, da gibt es unten ein Feedback. Lasst ein Feedback zurück. Sagt, ob das gut war. Sagt, ob das schlecht wäre. Wenn wir ohne Feedback weitermachen, gehen wir davon aus, war alles gut. Aber dann sagt es auch, wenn es gut war. Sagt es aber genauso gut, wenn es nicht so gut war oder wenn es verbesserungswürdig ist. Wenn das Thema zu lang ist oder wenn das Thema oder die ganze Veranstaltung einfach nicht im würdigen Rahmen ist, sagt uns das. Wir nehmen das gerne mit auf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich, und das ist ganz wichtig für die weitere Zusammenarbeit mit solchen Medien oder mit der weiteren Arbeit mit solchen Themen, hinterlasst vielleicht auf der Homepage ein Folgen oder ein Liken, macht aktiv Werbung dafür bei den Kameraden, bei den Kommandanten draußen, dass wir sowas installiert haben. Da werden wir mit Sicherheit eine gute Zeit haben. Uns allen wünsche ich für die nächste Zeit vor allem Gesundheit, wenn wir zu den Einsätzen müssen, dass wir alle wieder gesund zurückkommen. Euch allen, uns allen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank dafür.